Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge hier von Kierforts. So, wir spielen wieder Railway Empire von Calypso Media. Ich finde es so cool, wie die das gemacht haben. Ja, ist schön. Und da kommt die Maschine. So, aber wir wollen uns davon überfahren lassen. Zudem finde ich dieses Klick-Mode von dem auch ganz gut. Sorry natürlich nochmal für die zwei kurzen Parts. Heute soll es wieder ein schönes 10, 8. Was? 10? Und es ist 18, 18, 10. Und das halt. Warte mal, lass mir nochmal klar. Ich weiß noch, was ich sagen wollte. Jedenfalls das halt mal 10 Minuten lang gehen. Nicht 5-5. Ja, scheinbar macht immer noch das Problem. Ja, okay, ist die Strecke alles gut. Alles noch geladen. Wir haben ja im letzten Part das hier zusammen verknüpft, dass hier eine Leitung wird. Kann keine geeignete Fracht, ist natürlich noch nicht so richtig. Wenn ich das jetzt komplett schnell. Der kann auch noch nicht. Es ist ein bisschen komisch manchmal, gibt es da Fehlermeldungen, aber ich lasse mich davon jetzt nicht irgendwie beirren oder so. St. Louis. Stecke ich da rein? Oder was? Ich bin irgendwo gerade neu ein bisschen. Wie sieht es denn um die Städte aus? 3, 3, 3, 2, nichts, 2. Der hat sein eigenes Dingens, das wird hier verbunden, aber die Gleise nutzt keinen, ich habe es nur so gemacht. Das da könnte ich machen. Da natürlich jetzt mal so ein fettes Ding mal wieder bauen. Und du mit einem Wartungsgebäude. Exactly, man, exactly. Dann gehen wir nach. Lass uns mal gucken. Einer muss so, der andere muss so. Das ist irgendwie so. Oh, jetzt muss ich nochmal überlegen. Ey, es ist. Über den Inneren wird reingefahren. Nein. Aber bei dir war es so anders. Genau so. Okay. So. Das heißt, über dich fahre ich hier rein. Und das merkt er sogar sofort. Über dich soll er auch raus und der andere soll dann hinlaufen. Und über dich soll er so, damit das auch passt, wird hier einfach eine Kurve so wieder so rein. Dann Gebäudebau Signale, weil jetzt ist das Problem. Ihr seht genau, beide wollen rein. Es gibt keinen Ausgang. Das soll nicht passieren. Ich rede so komisch, das sollte ich lassen. Das wäre jetzt in die falsche Richtung. Exactly. Genau, ich möchte so. Warum du jetzt eine Fehlermeldung gibst, ich habe keine Ahnung. Du soll. Ja, ja, es ist schon richtig. Oh. Ich weiß, dass das Problem ist. Und zwar nochmal. Wir dürfen dich, was das angeht, müssen wir dich so rumleiten lassen. Bitte eine schöne Brücke. Komm schon, eine Brücke muss sein. Ja, das ist toll, das ist schön. Signale muss ich einsetzen. Genau. Jetzt versteht er genau, wie ich es haben will. Einer rein, einer raus. Dass das so eine Art Notgleis, wenn was sein sollte. Dann kann er hier schön rumfahren. Perfekt. Und jetzt hat er es verstanden. Rein, raus. Ganz einfach. Lokomotive. Nehmen wir uns mal die Texas. Zuglinie verwalten. Zum Glück ist nicht mit dem kompletten Straßenstreckennetz hier.
Wie cool wäre es, wenn der ganze Zug die komplette Bahn abfährt? Ich will mal wissen, was er macht. Ich will wissen. Ich mache mal alles. Einfach mal so hier und da ist noch was. Der plant ja selber, was er hier machen muss. Oder wie er halt fahren soll. Der hat jetzt echt viel Station. Also, dass der das noch blickt. 25 Stationen noch. Bis jetzt. Habe ich nicht noch mehr Stationen? Sind jetzt alle? Jupp. Ja. Oh, Titanic gesunken. Nach Kollision mit Eisberg auf. Das heißt, die Geschäfte der Olympus-Klasse im Norden mit einem Eisberg. Dabei wurde der Ruhm vom Schiff seitlich aufgerissen. Nur 2 Stunden und 10 Minuten später sank das Schiff mit etwa 310 Mal südöstlich von Neufundland. Nach der Zergeburtstag kam bei dem Fall etwa 1500 Menschen ums Leben. Das ist auch interessant. Also Beschwerden im Football, den Samstag Devil. Hier auch dieses Bewegen hier von den Bildern ist auch interessant gemacht. Was noch cool ist an dem gesamten Teil ist die Lok. Die ist jetzt hier. Diese Lok macht gerade richtig was mit. Was ich auch gemerkt habe, ist, es fehlen Türme. Die habe ich hier gar nicht. Was? Betriebsmittel, gell? Ja. Und zwar ganz einfach, weil hier einer fehlt. Hier fehlen Türme. Die brauchen die. Sonst geht hier gar nichts. Davon brauchst du schon ordentlich. Bei so einer Strecke. Zudem, ich sehe sie. Irgendwie. Jupp. Und dupp. Und dupp. Und dupp. Und dupp. Und dupp. So, wo ist die Zug? Die Zug, genau. Was ist das? Ist das die Zug? Bronco. Interessant. So. Aber. Wir wollen natürlich ja auch noch die direkte Express. Sag ich mal, Verbindung. Von hier nach hier. Und die soll. Ich will irgendwie jetzt eine Spezialbahn machen. Ich will mir dafür Kopfbahnhof. LOL. Das ist cool gemacht. Kopfbahnhof. Kopfbahnhof. Wann? Warndepot. Wo ist das Warndepot? Eigentlich nur so ein Warndepot. Das reicht doch schon. Ich will nämlich nur. Warte mal. Stellwerk. Das hat das, was ich will. Und zwar soll es mehrere Gleise in eins machen. Natürlich ist es. Noch ein bisschen so. Ha? So. Und zwar, das ist das Gute. 2 Züge kommen rein. Oder 4. Die können sich auf 2 Gleise, beziehungsweise am Ende wieder 4 rausgehen. Aber. Das ist nicht mal das, was ich will. Ich will nur, dass die hier wenden könnten. Auf gut Deutsch. Muss ich gucken, dass der. Wie fährt er? Genau. Der soll da rein. Und. Der. Soll. Da raus. Da verbindet sich. Ist ein Baum, warum geht das nicht? Da draußen ist ein Fehler. Was ist denn das Problem jetzt von dem?
Boah. Leise bauen ist echt nicht mein Fall. Warte mal ganz kurz. Nochmal. So. Wir gehen da. Einfach mal so. Einfach mal so. Und wir wollen ganz einfach nur da rein. Fertig. Jetzt richtig überlegen. Das Gleis hier soll mit dem, genau, hier verbunden werden. So rein. Von hier muss es dann lass mich kurz überlegen. Kleinen Moment. Doch, jetzt habe ich es. Zwar von da muss es da rein. Das ist ein bisschen kompliziert. Und zack. So merkt er rein. So merkt er auch das. Die Bahn hat er komplett geschnallt. Jetzt sind nur noch die Signale und ich denke, damit habe ich auch dann meine, ich denke mal 10 Minuten. Werden schon da drin sein. So, und damit habe ich auch das. Eine Expressverbindung von hier nach da. Und die wird auch hoffentlich genutzt bald. Aber das sehen wir eventuell morgen. Wer weiß. Damit beende ich auch das Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Liked, abonniert, kommentiert. Louis wird morgen operiert. Ja. Ich hoffe natürlich, dort verläuft alles gut. Ich werde morgen oder am Dienstag mit ihm reden. Ich habe gesagt, wir sollten Dienstag machen, weil es am besten wäre. Jedenfalls, wir sehen uns morgen. Also, tschüss.